So, hallo, ich habe mal wieder was Lustiges gefunden im Internet. Yay! Passend zum Thema Wahlen. Jetzt, vorher gab es den Schwachomat-Wahlteil, jetzt den Extremomat. Das ist so mal schön. Den machen wir nochmal gleich und dann gucken wir mal, was rauskommt. Bei jedem kann natürlich was anderes rauskommen. Von daher ist es auf jeden Fall eine interessante Sache, wie extrem wir doch in Wirklichkeit alle sind. Ja, recht fix, und man muss ja einfach nur ranmachen und dann steht hier schon die erste Frage. Welche Rolle spielt im 21. Jahrhundert, welche Rolle spielt Religion im 21. Jahrhundert? Für mich eine sehr wichtige Rolle. Wie oft verfolgst du die Nachrichten? Täglich. Welche Attribute passen am besten zu dir? Zielstrebig, nachdenklich, charismatisch. Ja, ich würde wohl, also es könnte zielstrebig, würde vielleicht auch noch irgendwo reinpassen. Aber ich nehme einfach mal nachdenklich. Und dann kann man hier auch senden. So. Welche der folgenden Personen haben wohl einen starken Einfluss auf deine Jugend? Maximal drei. Karl Marx, nein. Adolf Hitler, nein. Barack Obama, nein. Jesus Christus, ja. Mohammed, nein. Der Papst, nein. Amy Whitehouse, nein. Che Gustava, oder wie immer heißt, nein. Ganz klar, Harry Potter. Muss ich unbedingt anklicken. Ach, scheiße, nein. So. Um die Welt zu verändern, muss man sich selbst ändern. Sich mit anderen zusammenschließen. Das Bestehende verbessern, die Welt zuerst verstehen. Ich würde einfach mal sagen, sich selbst ändern. Deutschland, einig, Vaterland. Was eint eigentlich alle Deutschen? Ja, uns eint die Sprache, der Pass. Ich weiß irgendwie nicht, ob man hier alles ankreuzen kann oder Geschichte und Kultur irgendwie auch und gemeinsame Zukunft. Abstammung denke ich mal nicht, dass wirklich das alles irgendwie eint, da es ja auch wirklich Leute gibt, die, denke ich mal, irgendwann später oder halt hier in Deutschland geboren sind, aber halt nicht so Abstammung, jetzt habe ich deutsch sind. Aber ich finde trotzdem, wenn sie hier geboren sind, wenn sie einen Pass haben, gehören sie halt mit zu Deutschland. Also ich würde deswegen nicht sagen, was ist denn für eine, gehört nicht zu Deutschland. Klar, jeder, der hier lebt und sagt, er möchte hier gerne leben und findet es hier auch gut und möchte hier nicht weg und hat auch den Pass dazu, klar, da darf ich auch gerne leben. Also Leute, die natürlich nicht leben und nicht den Pass haben, die trotzdem gerne leben wollen, finde ich aber auch dürfen leben. Also nicht, dass sie sagt, der hat gesagt, der hat keinen Pass, jetzt darf ich hier nicht leben. Meinetwegen können die alle leben. Könnt alle auch in meinem Haus leben, in meiner kleinen, süßen Wohnung. Ja, aber ich glaube, irgendwie nach einer halben Stunde habt ihr genauso viel Depression wie ich und dann wollt ihr hier nicht mehr leben. Also nicht mehr in meiner Wohnung, so, aber. Garten ist ja genügend da. Könnt alle draußen sein. Kein Problem. Der Klimawandel. Die Mondlandung. Der 11. September. Glaubst du, dass die Öffentlichkeit manchmal bewusst getäuscht wird? Nein, das sind doch alles nur Verschwörungstheorien. Ich denke mal, ja, natürlich werden wir auch manchmal wirklich von der Regierung oder so halt irgendwie getäuscht. Dann fliegt hier gerade ein Brummer rum und ich bin gerade überlegen, ob es doch irgendwas anderes ist. Hört man das? Nein, scheiße nicht. Machen wir einfach mal weiter. Nicht so lange um den heißen Brei herumreden, wir wollen ja auch noch mal zum Ende kommen. Vervollständige die folgenden Sätze. Die USA sind ein freies und demokratisches Land, eine defekte Demokratie. Die Frage finde ich irgendwie schwer, aber auf der einen Seite denke ich mir schon, dass sie ein freies, demokratisches Land sind. Aber auf der anderen Seite haben die auch irgendwie so einen kleinen Defekt. Ich habe es beim ersten Mal, wo ich das gemacht habe, habe ich gesagt, freies demokratisches Land. Sind wir heute mal einfach mal ein bisschen, ja? Und nehmen einfach mal defekte Demokratie. Die Mauer zwischen Israel und Westjordanland stoppt Selbstmordattentäter, ist vergleichbar mit der Berliner Mauer. Schönes
Thema auch gleich mal wieder so. Ich sage einfach mal Stopp, Selbstmordattentäter. Ihr dürft natürlich jeder was anderes ankreuzen, wenn ihr wollt. Ja, sei jedem euch selbst überlassen. Ihr müsst es auch nicht, wie ich im Video, sagen, hey, ich habe das angekreuzt, ich bin jetzt voll durch. Ja. Die Weltwirtschaftskrise wurde durch Spekulation verursacht, musste irgendwann kommen. Ja, Spekulation, Banken, Scheiße. So. Vervollständige die folgenden Sätze. Arbeitslosigkeit. Arbeitslose. Ach Mann, was ist denn hier heute los? Lesen. Hallo, Ecto, lesen. Juhu. Ja, wollt ihr für mich vorlesen? Danke. Arbeitslose, die einen Job ablehnen. Gehört der Geldhahn zugedreht, haben dafür einen guten Grund. Ich sag mal so, es gibt schon manchmal Jobs, die habe ich auch meine Arbeitslosigkeit wirklich abgelehnt. Weil ich mega weit hätte fahren müssen, ich hier im Wald wohne, ich im Endeffekt alles, was ich verdient hätte für Hin- und Rückfahrt, und im Ende nachher auch Hartz IV gehabt hätte und irgendwie nicht wirklich mehr Kohle gehabt hätte wie vorher und gearbeitet hätte. Deswegen habe ich auch mein Jobangebot abgelehnt. Aber nicht von der AG direkt, sondern ich habe eine Bewerbung geschrieben, die haben gesagt, jo, Sie können arbeiten hier für richtigen Hungerlohn. Ich will jetzt mal nicht sagen, wie viel, sonst so schreit ihr nur irgendwie, was, das ist ja richtig viel noch. Aber es war schon echt sehr wenig. Und ja, ich hätte dann halt immer noch aufstocken müssen oder halt natürlich sehr, sehr viel wirklich aufstocken müssen. Das hat sich also im Endeffekt nicht wirklich rentiert, da ich das meiste halt wirklich für Hin- und Rückfahrt ausgeben hätte müssen und hier die Busse auch noch so schlecht fahren und dann naja, naja. Na gut, Leute, die wirklich arbeiten wollen, die hätten dann gesagt, ja, scheiß auch drauf, ich arbeite halt. Na gut, das war jetzt ein Jobangebot, das ich halt wirklich mal abgelehnt hätte. Und da war ich halt auch schon so ein bisschen kränklich, sage ich mal. Also ich bin ja jetzt arbeitsunfähig. Und da war ich halt auch schon ein bisschen kränklich. Also hätte ich da auch höchstwahrscheinlich nicht wirklich lange in dem Job gearbeitet. Darf ich auch mal mit dazu sagen. Und von daher wäre es dann einfach nicht gewesen. Also ich finde, es gibt wirklich Leute, die können halt einfach nicht arbeiten, haben wirklich einen guten Grund dafür, dass sie nicht arbeiten können. Bei denen würde ich dann wirklich sagen, wenn sie wirklich einen guten Grund haben, zum Beispiel, es gibt ja genügend psychische Gründe oder halt auch wirklich, also nicht irgendwelche ausgedachten Gründe, oh, ich habe keinen Bock zu arbeiten, sondern wirklich Gründe, wo es echt, da würde ich sagen, ja. Die haben dann wirklich einen richtigen Grund dafür. Oder bei Leuten, die wirklich einfach permanent sagen, ich habe keinen Bock auch wirklich bei Arbeiten, die sie wirklich könnten, die sie wirklich arbeiten könnten und wo auch echt gutes Geld bei denen bezahlt, wo echt gut rüberkommen würde, die im Endeffekt chillige Arbeit machen müssten und so. Wenn die das dann wirklich ablehnen, also das ist dann manchmal auch so eine Unverständlichkeit. Da würde ich vielleicht dann auch schon mal sagen, ja, drehen wir mal den Hahn ab, so ungefähr. Aber das wäre nicht bei allen so, das wäre echt nur bei Vereinzelten. Wirklich Vereinzelten, bei denen ich mir manchmal auch so im Kopf fasse und denke, warum machst du das? Also, ich meine, die sind gesund, die könnten arbeiten gehen und könnten echt einen Haufen Kohle verdienen. Und sagen sich dann, nee, ich bleib zu Hause und krieg meine 350 Euro. So, das ist ja irgendwie. Ja, okay, kann man sich doch irgendwie jetzt auch drüber streiten. Aber ich würde einfach sagen, die haben dafür einen guten Grund. Ich rede gut zu viel. Der Test geht gar nicht, also dieses Teil geht gar nicht so lange und ich rede erstmal 10 Stunden lang. So, Männer und Frauen sind zum Glück sehr unterschiedlich. Zum Glück oft ähnlich bekloppt. Ich sag mal zum Glück sehr unterschiedlich. Aber ich könnte auch sagen, zum Glück oft ähnlich bekloppt. Geht natürlich auch, aber es ist unterschiedlich. Also im Endeffekt gibt es da nur zwei Antworten und beide könnte ich rein theoretisch anklicken, aber irgendwie. Okay. Liebe bedeutet füreinander Verantwortung.
zu übernehmen. Gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Ja, ich sag mal, gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Wo auch wieder beides geht, gehen würde. Wie denkst du über Homosexualität? Jeder soll machen, was ihm gefällt. Mir egal, solange die mich in Ruhe lassen. Ist schon etwas unnatürlich. Schlimm, dass es so viele Vorurteile gibt. Ich würde sagen, jeder soll das machen, was ihm gefällt und was er halt auch versichert auch mit, also ich bin ja gläubig, ja, der böse Christ mal wieder. Und deswegen würde ich halt persönlich sagen, ich meine, wenn es denen wirklich gefällt so und die halt auch wirklich wissen, was in der Bibel dazu steht und sich aber sagen, ja, ich will das so machen oder ich bin nicht gläubig und ich glaube da nicht dran und ja, gut, dann machen die es halt einfach so. Luther hat mal gesagt, ich kann es nicht verhindern, dass Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich kann es verhindern, dass Vögel auf meinem Kopf ein Nest bauen. Also, deswegen. Also ich finde das ist auch nicht schlimm. Also ich meine, Homosexuelle, das sind ja Menschen wie du und ich halt. Das sind dann einfach Menschen. Das sind liebe, nette Menschen, die halt einfach nur nicht heterosexuell sind, sondern homosexuell sind. Aber deswegen sind sie ja nicht böse, deswegen sind sie nicht gleich von Satan und sind irgendwie, oh, böse Homosexuelle. Also ich habe schon welche kennengelernt, Frauen wie Männer, das sind sehr, sehr nette Personen. Und von daher habe ich auch nichts gegen Homosexuelle. Und jeder, der gerne homosexuell sein will, möchte oder was auch immer. Ich will da nicht zu tief rein, weil manchmal kann er in der echten Strick gezogen werden. Aber ich denke mal einfach, der soll das dann einfach tun. So. Der soll sich da einfach, wenn ihm das gefällt, dann bitte. Ich bin übrigens heterosexuell. Ja, ja, lassen wir das. Der Strick wird immer enger. Sind Menschen in der Lage, sich zu verändern? Nein, schon mit der Geburt wird vieles festgelegt. Nach der Pubertät ist es fast unmöglich. Ja, Menschen können sich ändern. Die Umstände verändern die Menschen. Ich würde sagen, ja, Menschen können sich ändern. In jeder Lebenslage. Es wird natürlich nachher, umso älter wir halt sind, umso manchmal schwerer kann es schon manchmal werden, da wir jetzt schon mit unseren eigenen Gedanken halt schon relativ festgefahren sind. Und wenn da dann halt irgendjemand ankommt und sagt, die Welt ist eine Scheibe, dann sagen wir, fick dich, die Welt ist rund. Okay, ich hab fick dich gesagt. Kann das jemand abpiepen? Nein, okay, schalte ich an. Europa in der Krise. Yay. Was ist die größte Gefahr für die EU? Die ganze Bürokratie. Deutschland stärker Einfluss, illegale Einwanderung, der Euro. Ja, illegale Einwanderung natürlich. Was sollte sonst anders sein? Nee, ich sag die ganze Bürokratie. So, denn, was bin ich? Ich bin antideutsch. Extremistengrad 41%. Dir ist die individuelle Freiheit wichtig. Du legst nicht viel Wert auf Volk und Vaterland und kannst Nazi auf den Teufel nicht ausstehen. Du findest, dass in Deutschland Fremdlichkeiten und Antisemitismus auf dem Vormarsch sind, dann bist du ein ganz klarer Fall für die extremsten Jäger. Antideutsch lehnt den deutschen Staat ab, setzt sich für eine großmöglichen individuelle Freiheit ein und treten für die Prinzipien der Aufklärung ein. Sie sind islamkritisch, pro-amerikanisch kann ich irgendwie jetzt nicht ganz nachvollziehen. Aber lassen wir das. Israel freundlich, aber dennoch links. Jo. Das hört sich ja gut an. Antideutsch werden von bürgerlichen Lager als Extremisten bezeichnet, weil sie dem deutschen Nationalstaat
abschaffen möchten. Zugleich sind sie wegen ihrer Solidarität zu Israel immer innerhalb der Linken umstritten. Ja, Politik und Glauben links, ja. Bei den meisten, weiß nicht, bei einigen Parteien denken eher so, so Glaube, ja, und dann hat zum Beispiel irgendwie rechts so ein bisschen. Und, da hatte ich zum Beispiel noch, ja, das werde ich einfach nochmal erzählen. Ich habe mit einem geredet, der kommt von der Partei, ich glaube, irgendwas mit Freiheit, war das die große Freiheit, Freiheit irgendwas oder irgendwie sowas halt in dem drin. Ist ja auch scheißegal, wie die Partei heißt. Ich will ja auch keine Negativwerbung machen, aber das hat mich schon ziemlich genervt. Also der hat halt zu mir gesagt, ist halt ungefähr gläubig und ist aber dann halt gegen Abtreibung und halt seine Partei halt auch gegen Abtreibung. Und da musste ich dann erstmal schlucken. Und dann habe ich ihn halt, dann ist es halt wie so bei Politikern, ich meine, du kannst denen irgendwie probieren, alles zu erzählen und dann kommt immer, aber nein, ja, es muss ja, bla. Und im Endeffekt hat er mir keine wirkliche Antwort darauf geben können, wie es dann halt ist, zum Beispiel, wenn jetzt ein Mädchen vergewaltigt wird und ein nicht-eheliches Kind von ihrem Vergewaltiger dann halt austragen soll. Ist das denn wirklich, soll das Kind das denn wirklich machen? Wird das dann irgendwie noch zugemutet? Oder ist es dann irgendwie, naja, gut, bei einigen Vergewaltigungen, die gehen da schon ziemlich extrem ab, ist es halt schon wirklich so, dass die Innereien der Frauen manchmal schon so dermaßen verletzt werden, dass danach halt kein Kind austragen manchmal nicht mehr wirklich möglich ist. Aber bei den Fällen, wo es halt nicht der Fall ist, oder ja, wo es halt nicht der Fall ist, finde ich es schon irgendwie ziemlich scheiße. Also ich bin normalerweise im Endeffekt auch nicht so, dass ich sagen würde, ja, yeah, Abtreibung, ja, geil, machen wir alle. Sag ich mir auch schon so, ja, mordmäßig. Aber wenn jemand vergewaltigt wurde, nicht, dann sollte er das Recht haben, abzutreiben. Und wenn jemand gerade in der Rechtslage, von der politischen Sicht dann sagt, nee, du darfst jetzt nicht abtreiben, weil oh, böse, böse Sünde, dann finde ich das echt schon ziemlich mies so, weil das ist schon echt schon scheiße. Ich finde schon, jeder sollte selbst entscheiden, ob er abtreibt oder nicht. Natürlich alle, die abtreiben, so aus einfach nur Grund, oh, ich hatte Sex, hab mich verhütet. Kind, da, ach, scheiße auch, ich lebe nicht mit den Konsequenzen, ich treibe ab. Das finde ich natürlich scheiße, ganz ehrlich. Aber bei Frauen, die vergewaltigt wurden und dann von ihrem Vergewaltiger schwanger sind, die, finde ich, sollten schon abtreiben dürfen. So, ich habe, glaube ich, viel zu lange geredet. Und ja, bevor ich jetzt noch weiter über irgendetwas rede, höre ich einfach auf und ihr schreibt einfach in die Kommentare, wie scheiße ich bin. So wie es immer ist. Ja. Oder irgendwie sonst was. Natürlich auch positiv. Freue ich mich immer über positive Sachen. So, das war der Extrem-O-Mat. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und auf Wiedersehen.